Schweden in den ausgehenden 1930er Jahren. Der junge Simon lebt mit seinen Eltern am Rand von Göteborg. Die Familie ist aus Nazi-Deutschland nach Skandinavien geflohen und versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Auf den ersten Blick ist Simon ein ganz normaler Junge. Auf den zweiten Blick aber offenbart sich ein wacher, hochintelligenter Geist, der alles hinterfragt. Achtung, die Deckung hochhalten, hä? Ich treffe dich sonst. Du sollst die Deckung hochhalten, das habe ich dir schon 100-mal gesagt. Aber Papa, warum muss ich denn lernen, mich zu schlagen? Wenn dich mal jemand beleidigt, ist deine gerade Rechte angesagt. Beleidigungen darf man sich nicht gefallen lassen. Zum Beispiel, wenn die zu dir sagen, Memme oder so. Versuch, meine Hände zu treffen. Hoch mit der Deckung und geh richtig ran. Sehr zum Leidwesen seines Vaters zeigt Simon aber viel mehr Interesse für Bücher als fürs Boxen, Fischen oder Holzhacken. Seine Mutter hingegen fördert ihn. Sie besorgt ihm neue Bücher und will, dass er auf eine höhere Schule wechselt. Warum ist er nicht wie andere Kinder? Er hat noch nicht mal Freunde, Corin. Er will nicht segeln und nicht fischen gehen. Ja, und er macht doch keine Dummheiten. Wieso ist er nicht wie andere Jungs? Nein, er sitzt daheim und liest Erwachsenenbücher, die er von dir bekommt. Ich weiß das alles, ich habe das bedacht. Und wenn er zur Schule radeln würde, würden wir das Geld für die Straßenbahn sparen. Es geht mir nicht ums Geld. Verstehst du das nicht? Es wird alles nur noch schlimmer werden, wenn er auf diese Hochmutschule geht. Aber vielleicht findet er dort Freunde. Schließlich lässt sich Simons Vater breitschlagen und erlaubt dem Sohn, auf die neue Schule zu gehen. Und tatsächlich findet Simon Freunde. Er wächst zu einem intelligenten, gut aussehenden jungen Mann heran. Als auch noch der Zweite Weltkrieg endet, scheint alles wirklich gut zu werden. Bis Simons Eltern ihm eröffnen, dass er adoptiert ist. Wir wollten es dir schon früher sagen, aber... Also wir beide... Wir können kein Kind bekommen. Du kamst zu uns, als du 3 Tage alt warst. Ich wusste es. Dass ich nicht hierher passe. Sag doch nicht sowas. Ihr habt nie was gesagt. Wieso? Wegen dem Krieg, dem ganzen Hass. Dein Vater war ein deutscher Jude, Simon. Du weißt, wie die Leute sind. Endlich scheint alles zu passen. Es ist gar nicht mein Fehler, dass ich für euch nie gut genug war. Nicht doch, Simon. Nach der schockierenden Offenbarung will Simon natürlich mehr über seine Wurzeln erfahren. Also macht er sich im Nachkriegsdeutschland auf die Suche nach seinen richtigen Eltern. Simon, jede Familie hat ihr Geheimnis, ist ein tiefgehendes Drama über eine dunkle europäische Epoche. In einer Nebenrolle der dänisch-schwedischen Koproduktion brilliert Jan-Josef Liefers. Die Blu-ray enthält als Extras unter anderem Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben, und Interviews.